Die schattige Pinie, ich grüße dich an der Stelle, hatte gefragt wegen einer Anleitung für ein Mini-Album. Und das hatte ihr am besten gefallen von den Zweien. Das Kraft-Update dazu, das verlinke ich euch. Und das ist eigentlich ganz, ganz einfach. Habe ich mal eben Freischnauze gemacht, ohne viel messen. Und ja, ein bisschen messen muss man schon. Und dafür braucht man erstmal für das Grundgerüst Karton. Ich habe dazu den hier genommen, den gibt es beim Action. Und der ist 27 lang und 13,5 breit. Von jeder Farbe sind da 8 Sheets drin. Ich habe mich dann heute mal für grün entschieden. Da ich auch noch ein paar grüne Reste habe, beziehungsweise grün, was weg soll. Und dafür basteln wir alle 8. Dann habe ich mir den Bogen rausgeholt. Den will ich da reinnehmen. 2 von diesen grünen. Das waren Reste von, keine Ahnung. Ja, sind auch Klebereste, aber solange eine Seite noch schön ist. Und dann habe ich die 2. Hier ein Reststück und war auch mal so ein großer Karton. Aber zuerst mal zum Grundgerüst. Das ist ein Blatt außenrum. Und das ist das nächste und das dritte sind die mittleren 2 Grundseiten. Also schon mal 3 nehmen für das Grundgerüst. Jetzt heißt es falten. Dazu hole ich mir mein Schneidebrett. Die Schneideklinge kommt erstmal weg. 27 ist es lang. Jetzt brauchen wir für den Rücken 5 cm. Also 27 minus 5 sind 22 und das geteilt durch 2 sind 11. Also mache ich die erste Falzlinie bei 11 cm. Und jetzt bin ich zu faul für den Arm auszuklappen, dreht nur rum, auch 11. So, 2 Falzlinien. Zack. Zack. Da ist schon mal die erste. Jetzt bei dem zweiten ist er ein bisschen schmaler. Kommt es also bei 12 cm. Und auch von der anderen Seite 12 cm. Zack. Und nochmal zack. Muss man nur ein bisschen anknicken, muss man nicht total. Jetzt ist das aber. Oh, jetzt ist er schon weg. Moment. Das ist schön, wenn ich immer anfange, alles wegzuschmeißen. So, jetzt ist es ja. Hier sind 11 und hier sind 12. Ne? Also schneide mal auf jeder Seite einen Zentimeter weg. Finde ich so einfacher. Nicht wegwerfen, brauchen wir noch. So, 11, 12. Und hier machen wir dann die Falzlinie bei 13 cm. So, und hier müssen dann also 2 cm an jeder Seite weg. Und wie gesagt, nicht wegwerfen, verbasteln wir alles.
Das war jetzt der Anfang. Und das kleben wir jetzt ineinander. Dazu nehme ich den großen Rücken erstmal und mache mir auf den kleinen Rücken Kleber. Und dann möglichst mittig aufkleben. Viel mal Daumen. Noch ein bisschen rüber. Ja. Gut andrücken. Und mit dem genauso. So, der Kleber muss jetzt noch ein bisschen trocknen. Und in der Zeit, da können wir schon die anderen Seiten machen. Die mache ich eigentlich immer frei Schnauze, wie es gerade kommt. Ich habe hier jetzt noch 5 Stück. Da kann man mal schmal ansetzen, dass man Ziehharmonika hat. Man kann es überlappend einsetzen. Dann hat man eine Tasche. Schauen wir mal, ne? Um Ziehharmonika-mäßig einzusetzen, falten, nicht schneiden. Muss ich mir selber immer sagen. Ich habe doch schon andersrum gemacht. Da wollte ich falten, habe geschnitten. Ich falte jetzt bei 1 Zentimeter. Jetzt drehe ich das Ganze rum und nochmal messen. Ja, das sind gut 11. Dann mache ich 10,5 für die Seite, also durch den Zentimeter mehr 11,5. Die nächste Falzlinie. So. Und jetzt mache ich mir ein bisschen einfacher. Ich knicke das um und mache die nächste dann bei 10,5. Obwohl, da ist dann... Ja doch, machen wir bei 10,5. Und dann haben wir hier einmal die Lasche zum Festkleben. Die Seite, die rumgeht. Und da können wir jetzt nach außen machen oder nach innen. Ich mache mal nach außen. Da kleben wir an den Rändern fest, dann hat man eine Tasche. Das mache ich mit dem nächsten auch. Dann haben wir 2 gleiche. Bei 1 Zentimeter, bei 11,5, umgefaltet 10,5 und hier mache ich die Tasche mal nach innen. So hat man immer ein bisschen Abwechslung. Ja, doch, geht. Das hier schneide ich jetzt einfach mal durch bei 13 cm. Und wir wissen 10,5, dann machen wir
eine ist was breiter, ne? Ja. Machen wir hier 10,5, eine Falzlinie. Das kann man dann so ankleben und hat dann auch noch eine kleine Tasche. Da kann man der Fantasie freien Lauf lassen. Das schneide ich bei 10,5 ab und drehe es einmal und dann mache ich eine Falz mit Schneiden. Bei einem Zentimeter. Und dann hat man eine Seite, die man so dran setzt. Hier mache ich jetzt bei 11,5 einen Schnitt. Und bei 1 cm eine Falzlinie. Auch wieder eine Seite, die man einfach so ansetzen kann. Bei 10,5 eine Falzlinie. Und wieder eine Tasche. Und das hier tun wir nochmal im ursprünglichen. 1 cm. Und nochmal 10,5. So. Und dann kann das Falzbrett erstmal weg. Und jetzt suche ich mir aus, wo ich die großen Seiten hinhaben will. Es sind ja 3 Stück. Und hier habe ich auch ein paar kleinere. 4. Die großen, die habe ich eigentlich gerne hier an der Seite. An den Außenkanten. Da gucken wir mal. Nee, da knicken wir nach innen um, oder? Doch nicht nach außen. Dann müssen wir die Falz noch richtig rum. Dann klappt das auch. Jetzt mache ich erst hier an die Klappe, an den äußeren Rändern ein bisschen Klebstoff. Und dann kann die Tasche schon mal trocknen. Ja, hier kann man sehen, Nagellack. Der ist echt doof, ne? Außerdem ist er direkt abgefressen. Aber ne, wir sind ja zum Basteln hier und nicht für die Nägel zu lackieren. Von daher. Und hier macht nichts, da machen wir nachher Designpapier drüber. Möglichst gerade ansetzen. Dann nehme ich mir die nächste und mache die auf die andere Seite.
Die dritte mache ich in die Mitte. Dann mache ich die Klappe aber nach außen hin. In die Mitte. Mache ich auf die Seite. So, jetzt können wir das als Klappe aufkleben. Kann man hier hin machen. Ja, warum nicht? Ist mal was anderes. Machen wir doch. Was ist das? Das ist doch viel breiter. Ja, ich habe die Falz auf der falschen Seite gemacht. Kleber weg. Ich bin gut. Das heißt, da muss was ab, ne? Also schneiden wir. Nee, Moment. Bevor ich jetzt was falsch schneide, die Höhe brauche ich. 13,5, ja doch. So rum. Zack, und ab durch der Kleber. Ja, okay, das schmeißen wir weg. Da. Und so passiert es. Aber ist egal. Auch das kommt vor. Verkehrt rumgedreht und bums ist es passiert, ne? So, dann machen wir das jetzt. Jetzt passt. So ein bisschen weg von der Falz. Gut. Ich bin auch blöd, da hätte ich auch noch Kleber hin tun müssen. Ganz genau, da muss ich auch noch Kleber lang. So geht's, das sind Fehler, die kommen vor. Das ist ganz normal. Bei jedem Bastler. Und wer sagt, der macht keine Fehler, der lügt. Und meine Fehler dürfen drin bleiben. Fehler machen es menschlich, basta. Jawohl. So, jetzt passt doch. Gut. Dann machen wir... Hier haben wir noch zwei Deckel, da ist nichts. Das ist gar nichts. Machen wir den hier dran. Und da ich ja nicht nochmal so blöd bin wie gerade, kommt das an drei Seiten. Jetzt stimmt das nämlich. Und ab drauf gesetzt. Ich nehme immer viel Kleber. Der quatscht dann überall raus. Ich weiß auch nicht warum. Aber ich glaube, die Annelies Welt, die macht das auch. Die nimmt auch immer viel zu viel Kleber. So sagt sie, meint immer, sie muss auch viel Kleber nehmen. Und so geht es mir auch. Viel Kleber. Und dann rutscht er überall her. Haha. So. Die Seite und da, dann machen wir hier ein doppeltes Lotschen oder ne, hier von oben und na, da haben wir schon das dicke, ne? Ja, mein hier hin.
den hier und den hier. Ja. Ich kopiere extra nicht das eine Buch, sowas liegt mir nicht. Ich sag ja, ich mache gerne so Freischnauze. Und so wird auch jedes Büchlein anders. Und das finde ich das Schöne. Man kann natürlich 50 Mal das gleiche Buch machen, klar. Warum nicht? Aber ich mag das nicht. So, da haben wir eine Klappe. So, da habe ich gerade gemerkt, mir war die Kamera ausgegangen, aber es fehlt nicht viel. Vielleicht eine halbe Minute. Also, die Klappe hatte mir ja und die Klappe hatte mir ja. Und das muss jetzt trocknen. Und dann lassen wir das trocknen, ne? Und dann machen wir gleich weiter. Juhu, weiter geht's. Jetzt kann man benutzen, wie wir wollen. Ja, ich biege dann immer ein paar Mal so hin und her. Dann haben wir die Form. Moment. Ja, ich hatte das Licht vergessen. Sorry. Schauen wir jetzt mal. Zuerst beklebe ich immer außen. Ja. Da könnte sogar komplett hinhauen. Dann nehme ich erstmal das Reststück. Der hat noch als Mattung drunter. Ja, doch, mache ich. Ist mir egal. Ich mache das. Dann wird der noch ein bisschen stabiler. Also hier hatten wir andersrum, ja, ne, doch 5 mal 13,5. Und dann mache ich immer einen halben Zentimeter weniger. Ja, und hier waren 11 mal 13,5. Mache ich erstmal das. Mal gucken. Halber weniger. Zack. Sind 13. Oder ne, hier mache ich 10,5. Mal so. Jo. 10,5. Und hier 13. Jo. Gott. Da waren 5 mal 13, 5, ne? Fünf sind 4,5. Mal 13. Und auch das legen wir alles schön zur Seite. So. Alles rum, nehmen die schöne Seite. Ja. 10,5 war das. Also hier dann 10. Mal 12,5. Jo. Ja, toll. Verstehe, klinge so. Das ein Reststück. Nee, das ist zu schmal.
10 mal. Wie war das denn jetzt? Oh, alter Schwede, 12,5 doch. So. Da hätte man das, da hätte man das. Und das hier ist jetzt andersrum. 4 mal 12,5. Nee, war das. Vier. Und 12,5. Jo. Und jetzt kleben wir das auf. Das heißt, ich öffne es in der Mitte und dann kann ich es flach hinlegen. Und das Mittelteil. Dadurch geben wir dem Buchrücken noch ein bisschen Stabilität, wenn der Kleber heute noch rauskommt. Sieht doch schon ganz gut aus, ne? Ja. Und dann schauen wir mal. Bevor ich jetzt den großen Bogen anfange, gucken wir mal, wie weit wir mit den kleinen Teilen kommen. Hier haben wir zum Beispiel, oh, das hat die harte Klebekante vom Block. Die mache ich erstmal weg.